Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Peace. Heute sind wir bei der Jura-Messe in Neumarkt. Jura-Messe in Neumarkt ist eine Messe für Zweiräder, also eine Motorradmesse. Da sieht man alles. Da habe ich letztes Jahr schon mal ein Video gemacht und das wird dieses Jahr auch wieder ein Video werden. Bloß nicht so lang als letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich glaube ich zweimal 20 Minuten oder so gehabt. Und schauen wir mal, was das wird. Ja, da sind wir. Eigentlich wollte ich den Originalton meiner Kamera nehmen. Der war eigentlich ganz gut mit dem externen Mikrofon. Allerdings waren die Umgebungsgeräusche so laut, dass ich es jetzt trotzdem synchronisieren muss. Zum Beispiel wegen sowas. Sollte das vom VWR eigentlich sehr, sehr gut sein. Sag mal, das ist ein schöner Gruß, gell? Ich kenne deine Süße nicht, aber ich sage ihr einen schönen Gruß. Ja, und genau wegen solchen Nebengeräuschen muss ich jetzt leider synchronisieren. Kommen wir zu Indien. Indien macht momentan sehr viel richtig. Indien hat gute Verkaufszahlen, machen attraktive Motorräder und graben damit auch Harley Davidson ein bisschen das Wasser ab. Moderne Motoren, modernes Design. Hier sieht man zum Beispiel die Indian Scout in mattschwarz mit dem normalen Zweizylinder V-Motor, wassergekühlt, in schwarz-matt. Sehr niedrig, sehr langen Radstand. Mir gefällt sie persönlich sehr gut. Bei den Angaben von der Motorenleistung gehen sie eigentlich den gleichen Weg wie Harley Davidson. Es werden eigentlich offiziell keine PS-Angaben mehr gemacht, sondern nur Newtonmeter. Da haben wir 97 Newtonmeter bei 5600 Umdrehungen und sind so um die 85 PS. So, das ist auch eine Indian Scout, allerdings eine verkustomierte. Eins von drei sieht man dann noch. Spezieller Lack, spezieller Auspuff, spezielles Heck, andere Spiegel, Fußrasten sind anders und so weiter. Also das ist ein für mich auch eine tolle Variante der Scout. Gleicher Motor, gleicher Rahmen. Und man sieht hier schon gekürztes Heck, seitliche Nummerntafel. Ja, Indien ist genauso wie Harley Davidson im Endeffekt liebt die davon, dass die einfach verändert werden können, wie man es will. Custom ist hier angesagt. Kommen wir zu einer Neuheit für 2019. Ganz wenig auf der Messe, das ist eine. Und zwar die sogenannte FTR. FTR heißt Flat Tracker und es kommt von den damaligen Rennen auf so einem Oval mit Sand drauf und da sind die teilweise recht quer gefahren, da ist ja Harley Davidson damals auch gewesen, das war so in den 20er, 30er Jahren, ganz modern. Die Flat Tracker ist ein ja, sehr sportliches Motorrad, 120 PS, 1200 Kubik, geht ab 15.990 Euro los. Hier auch schon ein paar Veränderungen wie ein Akrapovic Auspuff. V2 Motor auch wieder wassergekühlt natürlich. Vorbestellungen ohne Ende, da muss man ganz schön ranklotzen, wenn man dann wirklich noch eine will für dieses Jahr. Goldene Gabel, Ritterschlag, meiner Frau gefällt sogar die goldene Gabel und der gefallen normalerweise goldene Gabeln gar nicht. Denken die Leute an Indien, denken sie automatisch an die Chief. Und das hier ist die Chief Train. Und zwar die Limited Version. Andere Felgen, besseres Soundsystem eingebaut und so weiter. Hier in schwarz-matt auch wieder, ist ganz modern. Ist ein Riesending. Verwechselt man oder könnte man, wenn man sich nicht auskennt, mit einer Harley Davidson verwechseln. Wobei Harley Davidson natürlich die Fahrer mich jetzt steinigen und auch die Indien-Fahrer mich steinigen würden. Hier ist die Chief Train Dark Horse in ja, auch in einer anderen Lackierung, so matt, so silbermatt, wirklich schön.
jeweils ab 29.990 Euro. Ist ein Haufen Geld, aber das kosten mittlerweile solche Motorräder leider. Jetzt wird es ein bisschen sportlicher. Yamaha hat auf seinem Stand die MT-Baureihe ausgestellt, leider keine MT-01. Hier die MT-10, die geht runter dann über die MT-7, MT-5, MT-3 und zur MT-125er. Hier sieht man alle in der gleichen Farbe, schauen ähnlich aus. Ist ein sportliches Naked Bike, ist glaube ich perfekt zum Fahren. Hier für unsere kleinen, die 125er. Schön ist, dass die MT-Reihe sich optisch total an die großen orientiert, und das ist natürlich eine tolle Sache für die jungen Nachwuchsfahrer. Design ist ja momentan bei den Herstellern sehr in Mode. Auch Yamaha hat hier die XSR. Die XSR ist im Endeffekt, soll es eine Hommage an die XT500 sein. Hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit ihr. Gefällt mir jetzt das Motorrad schon ganz gut. Auch wieder in schwarz-matt. Akrapovic Ausbauanlage. Aber die XT500 kann das Ding nicht ersetzen. 75 PS mit 700 Kubik. Schön ist, dass diese Mittelklasse-Motorräder um 700 Kubik jetzt wieder in Mode kommen. Das war ja vor ein paar Jahren noch völlig verpönt, so ein kleines Motorrad zu fahren. Ja, mein heimlicher oder unheimlicher Messehöhepunkt ist die Niken. 850 Kubik, Dreizylinder, 115 PS. Alles Daten, die bei dem Motorrad eigentlich völlig egal sein. Kann man sowas noch Motorrad nennen? Ich glaube schon. Fahrtechnisch einer jeden Supersportler überlegen durch die zwei Vorderreifen. Auch völlig unterschiedliche Meinungen von dem Teil. Ich finde sie richtig scharf, möchte ja auch mal Probe fahren. Aber die ganzen Motorräder, Motorradfahrer, die da rumgestanden sind, haben sie eigentlich nur noch im Kopf geschüttelt und waren der Meinung, sowas geht gar nicht. Wie ist eure Meinung über diese Niken? Royal Enfield. Wie geil, dass das Motorrad da ist. Eine Marke, die völlig unterschätzt ist. Muss natürlich eingefallen, auch in dieser Farbkombination. Zuverlässige Technik, millionenfach verbaut. Ich habe vorhin mal behauptet, man kann das mit einem Schraubenzieher und einem Hammer reparieren. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Schön klassisch noch mit Kickstarter auch.
natürlich auch mit E-Starter, aber schön, wenn ein Motorrad noch einen Kickstarter hat, das ist ein bisschen Nostalgie. Ein schöner Motor, gefällt mir gut. Für dieses Jahr kommt eine Zweizylinder von Royal Enfield raus, da habe ich die Bilder schon gesehen. Soll auch die Euro 5 dann schon erfüllen. Schön, sogar meine Frau sagt, wenn sie mal keine Harley mehr fährt, wird es eine Royal Enfield. Gibt es in schönen Farben, in so dunkelblau und auch in Silber. Und in Silber schaut sie, meines Erachtens, so Silbermatt schaut sie richtig, richtig geil aus. Hat 27 PS, ist jetzt nicht die Welt, aber so wie wir mit unseren Motorrädern fahren, reichen selbst diese 27 PS locker aus. Und wenn man die Preise anschaut, das war ich nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch umbauen würde, wären die Blinker. Die passen irgendwie gar nicht zum Stil. Ansonsten. Als Reiseenduro kennt man eigentlich meistens bloß die 1200 GS von BMW. Das ist jetzt die andere Seite des Tellerrandes. Die Himalayan. Mit dem Ding, glaube ich, kommt man zweimal um die Welt und wieder zurück. Ich glaube, übers Wasser kann es nicht fahren, aber sieht fast so aus. Hat nur 29 PS, aber ich glaube, das ist bei dem Ding egal. Preis ab 4200 Euro. Kommen wir zu Harley-Davidson. Harley-Davidson hat ein Problem. Die Verkaufszahlen gehen nach unten. Wundert mich nicht. Ich fahre selber noch eine. Was Neues bringen sie irgendwie nicht raus. Und wenn sie was Neues rausbringen, haben sie das Problem, dieses in diese Heritage einzubinden. Was man hier sieht, ist die Sporty. Der Evolution-Motor wird seit 1984 gebaut und wird die Euro 5 nicht überleben. Da habe ich schon Bilder gesehen von neuen Motorrädern, die kommen sollen, von neuen Antriebskonzepten. Nicht die Livewire, auf die bin ich sehr gespannt, aber ich weiß nicht, ob mir sowas gefällt. Ich weiß auch nicht, ob das die Leute annehmen werden. Highlight von Kawasaki dieses Jahr, die H2. Sieht aus wie ein normales Sportsbike, so ein Sporttourerbike. Das Besondere an dem Motorrad ist, das ist meines Erachtens, glaube ich, die einzigste serienmäßige Version mit, hier sieht man es, Kompressor. Es hat früher mal Turbomotorräder gegeben, aber Kompressor kannte ich jetzt noch nicht. Jeder hat darauf gewartet, hat auch so um die 200 PS. Die illegale Version, in Anführungszeichen, in Amerika fahren sie mit weit über 300 PS rum. Ja, viel Spaß damit. Die Kawasaki Z900 RS war letztes Jahr schon mal da. Auch ein sogenanntes Retro-Bike, klassisches Motorrad. Gefällt mir persönlich sehr gut. Könnt ihr mir vorstellen, sowas ähnliches auch für die neue Saison oder ab der neuen Saison zu fahren. Hier in der klassischen Lackierung, so wie es früher auch mal gegeben hat. Hier sieht man den Motor.
Vierzylinder, wassergekühlt. Da gefallen mir die luftgekühlten Versionen von Honda ein bisschen besser. Honda hatte dieses Jahr auch nur eine Neuheit dabei. Das ist hier die 650er, die CB650R Cafe Neon Racer. Der Krümmer, den man gerade gesehen hat, das ist eine Hommage an diesen alten Vormotoren. Und ja, gefällt mir sehr gut. 95 PS, wunderbar. Husqvarna, die 701. Einzylinder. Sehr sportliches Motorrad, will ein bisschen gegen KTM 690 Duke ankämpfen. Ist interessant, sieht man ganz selten auf den Straßen. Und was macht man, wenn Verkaufszahlen ein bisschen runtergehen? Vom Topseller ganz klar, man bringt eine neue Version raus. BMW hat dieses Jahr die Boxer aufgearbeitet und von 1200 auf 1250 Kubik geschraubt. Die Leistung ist jetzt nicht mehr 125 PS, sondern 136 PS. Wobei ich sehr viele auch gehört habe, die da waren, die gesagt haben, 136 PS sind zu wenig, finde ich jetzt gar nicht. Hier die GS. Ein Raumschiff auf zwei Rädern. Motor, anderer Rahmen, das ist die 1250er R, in der Farbe mit der goldenen Gabel auch wieder ein richtiger Hingucker. Option 719 habe ich mir erklären lassen müssen, das ist eine Ausstattungsvariante für verschiedene Motorräder, eigentlich für alle von BMW mittlerweile. 719 steht für Sonderausstattung und da gibt es verschiedene Anbauteile, verschiedene Lacksätze, die man so in einem normalen Motorrad nicht kaufen kann, nur mit dieser Option 719. Die R90 ist natürlich ein absoluter Verkaufserfolg für BMW. Man sieht hier warum, weil es verschiedene Anbauteile gibt. Es gibt Scrambler, es gibt Coffee Racer, es gibt Klassisch, es gibt sogar eine GS, eine Enduro. Für jeden was dabei.